Ja, Momo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 auf der Suche nach einem Wasserturm, den wir bisher immer noch nicht gefunden haben. Was ich bedenklich finde, ist einfach, dass wir die genaue horizontale Richtung kennen, aber sie uns nichts bringt. Weil, ich weiß nicht. Ich hätte schwören können, dass das Häuschen ist, aber ich sehe das Rad nicht. Das Rad ist einfach zu weit weg. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal den Hügel hier entlang und wollte eigentlich aus meiner Powerrüstung aussteigen. Weil ich noch kurz bei einem Event war. Also 5 Minuten, das ist halt so ein Event, töte einen legendären, kriegst du ein legendäres Item. Habe ich direkt mal fix gemacht. Dachte mir, YOLO. Soll's. Zieh mal einer, guck. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, ich habe auch nur Scheiße bekommen, also. Normalerweise bekommt man da 3 Sterne-Waffen. Deswegen habe ich mich da sofort auf den Weg hingemacht. Aber ich habe nur Scheiße bekommen. Ich glaube, eine Rüstung oder so. Des Fallenstellers oder was weiß ich, war das. Des Killers. Ach komm. Billige Scheiße, ey. Braucht denn so ein Dreck? Na, guck mal, hier ist sogar ein Weg. Ein Anhaltspunkt. Haben wir hier oben vielleicht ein Wasserturm? Ey, kann ja wohl nicht so schwer sein, so ein. Wieso bin ich halt tot? So ein Wasserturm zu finden. Ich glaube, AFK irgendwo rumzustehen war nicht so die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber gut. Hinten ist das Rad. Die kannst du schemenhaft sehen. Und das ist hier die horizontale Linie, die ich meinte. Wir sind jetzt genau drauf. Ja, wenn ich jetzt Richtung Osten gucke, ja gut, wir sind nicht drauf. Wir müssen natürlich mehr nach links, ne? Aber trotzdem sehe ich hier nichts. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein, so ein verdammter. Das ist eine Kirche, ne? Kein Wasserturm. Nee. Die verarschen mich doch hier von oben bis unten. Also sollten wir diesen den Schatz in dieser Folge finden. Und sollte da wirklich kein Wasserturm in der Nähe sein, dann verklage ich Bethesda. So sieht's aus. Wegen Verarschung. Verarschung eines Let's Players. Wenn sie verklagt. Das ist doch eine verdammte Kirche. Kein Wasserturm. Oh, ich hab den Wasserturm gefunden. Oh mein Gott. Ja. Oh ja. Ich wollte das nicht anziehen. Ach, verdammt. Heißt das? Wenn du ausgeschaltet bist, hältst du einmal. Achso, hab ich sogar angezogen. Ach, die Kampfrüstung. Das macht er automatisch, ne? Wo habe ich das her? What the fuck? Okay. Nehme ich. Hä? Wo habe ich den denn her? Haben wir vielleicht ein Event gemacht? Und ich habe nicht bemerkt, dass ich das Ding bekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Vielleicht wisst ihr es noch. Wenn ihr wisst, woher ich das habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hätte schwören können, wir haben eigentlich sämtliche Sachen verkauft. So, Wasserturm. Hab ich dich, finally. Du bist mein. So. Ach ja, und ich habe eine Schatzkarte gefunden, die wir bereits kennen. So. Und zwar habe ich erstklassige Kondensator anscheinend gefunden. Und was ist das hier? Nee. Savage Divide, da. Da, wo wir so lange gebraucht haben.
Können wir gerne oder kann ich gerne zwischenzeitlich holen, kurz reingeschnitten oder so. Einfach, ich kenne den halt schon. Ne? Sachen, die ich kenne, die werde ich nicht nochmal suchen. So, im Wasserturm, hinterm Wasserturm. Ich wollte gerade sagen, da liegt ja was. Was war meins? So, Schätzelein. Wo bist du? Alles klar. Hier hat jemand eine Menge Spaß gehabt. Mit Brettspielen. Habe ich keinen Ton? Doch, doch. Hier ist noch keiner. Ich kann hier. Na, kochen wir später. Okay, hier hinterm Wasserturm soll es sein. Ich sehe aber nichts. Ist einfach kein Ton. Das ist irgendwie ein bisschen strange. So. Okay, ich sehe hier den Wasserturm. Ich sehe aber nicht das Windding. Das Kreisding ist doch dahin. Ist das die Hütte? Ah, es sieht aber nicht eins zu eins aus. Gibt es hier vielleicht noch einen zweiten? Ist das possible? Aber wenn das jetzt nicht der Wasserturm ist, dann weiß ich auch nicht. Also, zwei Bäume. Hier sind keine zwei Bäume. Hier sind zwei Bäume, ja, aber. Ist das in einem Baumstumpf? Da sind zwei Bäume. Aber auch ein abgeknickter. Ach komm, verarsch mich jetzt doch nicht. Mach's doch nicht so schwer. Wir haben da unten eine Stadt. Ja, hier ist auch eine Stadt. Sieht aber nicht eins zu eins aus, ne? Oder? Ah, doch, 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 doch. Wir sind hier richtig. Also, ich war mir noch ein bisschen unsicher, aber wir sind hier tatsächlich richtig. Aber wo sind diese komischen zwei Bäume? Sind wir höher? Es sind keine Bäume. Habt ihr gesoffen oder was? Sieht man den Turm ganz? Nein, man sieht den Turm nicht ganz. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh langsam draus. Müssen wir eventuell hier hoch? Ist hinter mir vielleicht noch was? Okay. Ich habe die Location noch gefunden. Zeig mit einem Pfeil drauf, bitte. Oh. Ist so pures Mobbing hier. Ich habe einen Skorpion gehört. Ja, kann ja wohl nicht sein, oder? Sind das die zwei Bäume? Nein. Ich finde das nicht. Oh mein Gott. Ich bin jetzt komplett behindert. Jetzt werde ich langsam nervös und mache natürlich Fehler. Okay. Okay. Wir gehen jetzt einfach langsam Richtung Wasserturm. Haut doch nicht hin. Müssen wir in die Richtung. Wo sind diese verfluchten zwei Bäume? Okay, gibt es noch andere Anhaltspunkte? Wir sehen den Berg und ein abgeschnittenes Haus. Das kann doch nicht sein. Aber wie? Ach! Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ich hab blau und schlau gelöst, ich hab blau und schlau gelöst.
So, und zwar, der Turm muss halt ein Stück von dem Ding wegstehen. Und die Spitze ist genau mittig zum Ring. Also ist es doch hier oben. Muss es sein. So, Spitze ist genau mittig zum Ring, aber ich sehe hier keine zwei Bäume. Hä? Wo sollen denn diese komischen Bäume sein? Er ist auf jeden Fall schon viel zu weit weg. Jetzt bin ich los. Nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Das kannst du mir doch nicht antun, Spiel. Wie weit weg bist du? Ich hole jetzt mein Geodreieck. Dann gucken wir mal nach. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Es ist so ein Stück weit weg. So ein Stück weit weg. So, jetzt nehme ich die Kamera. So und. Ja, das ist perfekt. So ein Stück weit weg. Aber das sind doch keine zwei Bäume hier. Aber jetzt bin ich doch schon. Hä? Baumstumpf? Nein. Ey, jetzt werde ich aber langsam greedy hier. Hä? Okay. Alles gut, Freunde. Wir werden es finden. Oh. Es war direkt vor meiner Nase. Rostige Schlagringe, ja. Plasmakern, cool. Ja, gut. Ey, das sollen die zwei Bäume sein. Da ist noch ein weiterer Baum im Hintergrund, ja? Also verarscht mich mal hier nicht. Und da rechts sind auch noch Bäume. Wo sind die? Ah, das ist doch. Ach, so, ich kann das jetzt weg. Ah, ich fühle mich verarscht. Wo ist der Protektron? Ich muss mich abreagieren. Ich hab dich gesehen, Junge! Kannst dich nicht verstecken vor mir. Ich brauche jetzt ein Opfer. Boom! Ich sagte Boom! Das hast du überlebt? Mit einer Sniper? 5 Meter neben dir? Was hätte ich jetzt für ein Gerücht, dass er das überlebt haben soll? Ich habe nicht zufällig Aluminium. Ich meine, irgendwo muss ja bei euch Aluminium verbaut sein. Hey, seid ihr euch zu geizig dafür? Ihr Fluchtversuch macht alles nur noch schlimmer für sie. Ja, wo auch immer du bist. Ich habe den Schatz gefunden, ich bin glücklich, ich bin weg. Du hast auch einen Sterbenswunsch, oder? Hast du Aluminium? Keiner weiß so, hat hier ein Feuerzeug am Körper, aber gibt Fusionszellen raus. Na gut. Abzudringen. Und da gibt's dann den nächsten Schatz. So. Nur krieg ich Schaden. So. Wir bleiben mal exakt hier stehen. Wir müssen nur den Winkel verändern. Haben wir eigentlich schon den nächsten Schatz gefunden? So, wir wollten aber auch irgendwann mal richtig da reingehen, ne? Das haben wir ja bisher nicht gemacht. Deswegen werden wir das jetzt gleich mal machen. So, Winkel. Okay, wir sehen die Röhre. Also ich vermute mal da oben.
Hier irgendwo. Ah, es könnte ein bisschen schwieriger werden, weil man nicht viele Anhaltspunkte hat. Vom Winkel her und so. Ich vermute mal hier oben. Ist erstmal nur eine Vermutung. Unten sehe ich keinen Schatz, oder? Warum sind die leicht weißlich? Beim letzten Mal, also bei den anderen Gegenden sind sie halt leicht bräunlich. Und hier sind sie halt leicht weißlich. Und das hatten wir halt auch die meisten Probleme gemacht. Ich immer nach etwas Bräunlichem ausgeschaut habe. So. Okay, wir sehen Bäume. Wir sehen ehrlich gesagt keine Bäume. Sollen hier Bäume sein? Ich frage mich, ob der Zeichner jemals Bäume in seinem Leben gesehen hat. Und weiß, wie die aussehen. Also hier der Baum rechts neben mir, der hat schon mal nichts zu sagen. Wir haben auf jeden Fall da dieses Gebäude. Es ist ein bisschen näher dran am Ring. Ah, noch ein Stück und dann müssten wir es haben. Das ist schon zu weit. Hier muss es sein. Hier irgendwo an dieser Stelle. Look closely, Zero. Look closely. Hier muss das irgendwo sein. Ach, da, bräunlich. So soll's ausschauen. Nicht wie beim anderen. Ach, gefunden. Ich bin sehr glücklich. Ah, Elfenbeingriff. Bauplan Single Action Revolver. Haben wir den nicht schon? Ich glaube schon. Naja. Eine Silbergabel. Ja, kennen wir alle schon. Ah, super. Kann alles weg. Ja, bleiben nur noch die Waldschatzkarten. Wir hatten noch mal eine Schatzkarte. Aber die haben wir schon. Haben wir die echt schon? Ja, dann würde ich sagen, reise ich kurz mal hier hin, hole den Schatz und dann freue ich mich einen Keks. Aber obwohl, wir wollten ja hier erstmal rein. Wir wollten hier mal reinschauen. Aber hier brauche ich definitiv meine Pauma-Rüstung wegen der Strahlung. Aber eh nicht mehr lange für die Folge. Ich habe ja allein eine Viertelstunde dafür gebraucht, den Schatz da am Wasserturm zu finden. Aber ich finde das schon wichtig, dass man da halt ein bisschen zeigt, wie lange ich gebraucht habe dafür. Level 10. Ist eine Beleidigung. Weißt du, hier an diesem Ort. Wer geht hier mit Level 10 hin? Gibt's ja nicht mal eine Quest hierher. Ich finde es auch ganz skurril, dass es hier in dieser Gegend kaum was zu tun gab. Questmäßig. So, wir waren ja hier schon mal drin, sind aber nur durchgerannt wegen der Strahlung, ne? Eigentlich habe ich hier auf Skorpione gehofft in Toxic Valley. Wir haben aber jetzt noch keinen gesehen. Wo immer du steckst, Kollege. Ich glaube, hier waren wir mal drin, ne? Naja, hast du Glück gehabt, Kollege. Weg da. Ich glaube, hier waren wir mal drin. Jetzt wird mir erst angezeigt, dass ich den bekommen habe. Ja, ist kein Wunder, dass ich den nicht gesehen habe. Weißt du, 5 Folgen später. Ach ja, du hast da was gefunden. Ja, die ist schon längst angezogen. Hier komme ich nicht rein, oder? Unzugänglich. Diese Luftschleuse ist unzugänglich. Hier kein grünes Zeug. Für grünes Zeug suchst du? So klein, so schwach. Ja.
Was ist mit dem Server los? Wieso kommt die Benachrichtigung 5 Stunden später? Und vor allem mit der redet in seinem Tod, ey. Und stirbt dann. Als hätte er vergessen, dass er gestorben ist. So, alles klar. Was hat es nur damit auf sich hier? C7. Muss kämpfen. Dafür gibt's einen Code. Und da drin ist auch einer. Vielleicht finden wir den Code hier irgendwo. Das heißt, Leute, wir gucken wieder mit unseren Augen. Man hat in dieser Folge schon gesehen, wie gut ich gucken kann. Also wird das hier ein Kinderspiel. Ich habe schon fast die Vermutung, dass es hier sein wird. Obwohl, hier kommt man doch leichter rein als gedacht. Da kommt man gar nicht hin. Was hast du denn da gewollt? Vor allem sind die alle verbrannt. In der Raumstation, die abgestürzt ist, alles klar. Ich stehe auch noch auf meinen Füßen, wenn ich irgendwo abstürze. Ganz klar. Hatten wir nicht schon mal eine Nachricht hier gefunden mit so einem Code? Ich kann mich erinnern, dass wir hier irgendwas gefunden haben, was ich mir merken wollte, was ich offensichtlich nicht getan habe. Aber ich wollte. Nur das zählt. Oh. Wo kommst du denn her? Okay, kommen wir tiefer in den Ring rein? Das ist hier die Frage. Warum kein Kübelkopf hier? Mein Schleichen muss echt gut geworden sein, wenn die mich nicht bemerken. Finde ich gut. Ich meine, selbst im Laufen. Hier ist ja nichts. Ich schwöre euch, hier war irgendwo eine Nachricht, die ich mal gelesen habe. Dieses Teil sieht auch irgendwie wichtig aus. Erstmal teabaggen und dann schießen. So, okay, hier brauche ich nichts. Hier vielleicht, diese Nachricht. Luftschleuse C7 Inventarliste. Eine verdammte Inventarliste. Zugangscode zur Lohnung. Ich wusste es, ich hatte es noch im Kopf. Leute, ich habe es mir gemerkt. Was sagt ihr dazu? Ich habe es mir gemerkt, das war irgendwo in Folge 50 und ich habe es mir gemerkt. Alles ist ein halbes Jahr her, stellt euch mal vor. Alter Schwede. Sehr schön. Dann kommen wir da jetzt auch rein. Aber in den Ring allgemein kommt man nicht, ne? Schade. Da wird es wahrscheinlich auch nicht viel geben. Wenn ich mir so, das so angucke. So. Aber, Freunde, was sich hinter der Tür C7 befindet, das erfahren wir in der nächsten Folge, weil ich in der letzten Folge ein bisschen übertrieben habe mit der Länge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.